und einen wunderschönen guten Abend, liebe TikToker, die ihr jetzt live dabei seid zum Red Carpet Screening Event hier in dieser wunderschönen heißen Stadt. 36 Grad sind es. Wir stehen vor dem Zoopalast und hier geht's heute Abend ab. Wir freuen uns über Bullet Train. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit den großartigen Dominic Porschen. An meiner Seite, oh ja, du machst es schon richtig. Wir haben natürlich nicht nur was zu trinken dabei, sondern auch einen Ventilator. Aber ich sage ja immer, mein bester Freund, oder? Das ist für mich perfektes Kinowetter. Ja, alle mögen irgendwie grillen gehen, aber wenn man sich jetzt 2 Stunden zurücklehnen kann, alle versuchen, es ist so warm. Ja, Abmarsch ins Kino, das macht ihr. Also hier in Berlin direkt schon mal alle richtig. Wir grüßen natürlich auch direkt die Kinosäle, aber euch auch in ganz Deutschland bei TikTok. Schön wird's. Das Schöne ist, du weißt ja noch gar nicht, dass ich gleich reingehe für die nächste Stunde, weil da drin ist die AC an, wie man so schön sagt. Aber du, wir haben uns aufwendig auf das vorbereitet, was heute Abend passiert. Es wird sportlich, es wird actionreich, es wird sehr, sehr lustig. Und Bullet Train, der neue Film von David Leitch, hält mehr, als er vielleicht am Anfang zu versprechen geglaubt hat. Denn der Trailer ist der Hammer. Und der Film ist noch hammerer, wenn man das so sagen darf. Grammatikalisch alles, was du tust, gerade auf jeden Fall fragwürdig. Aber du hast recht. Darum geht's ja gar nicht. Du hast recht. Mega-Film. An den Tag packen. 100%ig. Also wir freuen uns auf jeden Fall nicht nur auf einen tollen Film, der ab dem 4. August in den Kinos läuft, sondern vor allen Dingen auf großartige Gäste, die wir am roten Teppich begrüßen wollen. Und zwar sind heute mit dabei Joey King. Ja, ihr könnt gerne applaudieren, weil die alle aus dem allerdings Kopf Berlin, ein bisschen mehr Ekstase. Ja, Joey King ist hier. So. Dann freuen wir uns über Aaron Taylor Johnson. Brian Terry Henry ist ebenfalls da. Dann Berlins very own Zazie Beetz. Oh, mit ihm laufen. Die ist natürlich ganz, ganz fantastisch. David Leitch selber natürlich selbstverständlich auch da. Und ich habe dir jetzt den ganz. Nee, es gibt noch zwei. Ah also, ja, dann mach du die beiden, dann mach ich den großen Namen. Und zwar Regisseur und Produzent mit seiner Frau, Kelly McCormick, die ebenfalls Produzentin ist. Die läuft auch über den Teppich. Und dann The One and Only, das letzte Mal, war vor 2,5 Jahren hier. Auch The Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Da waren die drei Großen da, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio und heute Abend mit dabei wieder Brad Pitt! Ja, Berlin, das sind gerade so 20%, wir verstehen es total, das heißt, wir werden euch jetzt nicht übermäßig strapazieren, aber wir vertrauen euch, dass wenn man nachher die Tür aufgeht und Mr. Brad Pitt hier entlangläuft, dass ihr eskaliert. Wir hatten heute ja schon Interviews, ich habe nämlich schon gesagt, Leute, ganz viele Menschen stehen schon sehr, sehr früh hier am Teppich und freuen sich auf euch, also lasst mich bitte nicht wie ein Lügner vor Brad Pitt da stehen, das wäre furchtbar. Es wird auch nicht passieren, man muss ja auch bei diesen Temperaturen ein bisschen mit den Kräften haushalten. Ich fange schon beim Lächeln an zu schwitzen und beim Reden und das sagt schon eine ganze Menge über den heutigen Tag. Kommen wir vielleicht mal zu dem Film, weil einige von euch werden jetzt sagen, David Leitch, ja, der hat tolle Filme gemacht, unter anderem Deadpool, der John Wick ins Leben gerufen, aber wenn man sich mal seine Historie anguckt, ist das total beeindruckend, weil er schließt sich mit Bullet Train sozusagen der Kreis zwischen David Leitch und auch Brad Pitt, weil David Leitch war das Stunt-Double von Brad Pitt, unter anderem bei Fight Club, aber auch bei Troja. Also wer sich jetzt euch fragt, so, wow, der sah aber immer gut aus. Jawohl, auch ja, David Leitch sieht fantastisch aus. Und natürlich auch bei Mr. and Mrs. Smith. Also die haben tatsächlich eine sehr, sehr enge Verbindung. Und das Spannende ist, David Leitch hat mal im Interview gesagt, dass im Prinzip eine Stunt-Szene zu koordinieren, wie ein kleiner Film im Film ist. Und das hat damals, wie man immer so schön sagt, sein Interest getriggert, selber mal Filme zu machen. Und mittlerweile ist er unfassbar erfolgreich mit dem, was er tut. Und Bullet Train ist, glaube ich, nicht nur so besonders durch den Cast, also ein Ensemble-Film, muss man dazu mal sagen, sondern vor allen Dingen durch den Mix zwischen Action und Comedy und weil es eine originäre Story ist. Also nicht ein Franchise, es könnte ein Franchise werden. Jawohl. Aber noch nichts, was man bisher gesehen hat. Also kein Marvel-Superhelden-Film, kein, sag ich mal, Prequel oder Sequel oder was weiß ich, sondern es ist wirklich eine ganz neue Story. Und jetzt freuen wir uns auf eine ganz besondere Story. Jungs, egal was ihr tragt, ihr seht immer extrem sexy aus, kommt aus eurem Fahrstuhl ausgestiegen und stellt euch zu. Moin! So, underdressed in 3, 2, 1. Moin. Schön, dass ihr da seid, Berlin, und wir üben das einfach schon mal direkt weiter. Macht mal schön großen Applaus und ein bisschen Lärm für die Elevator Boys.
Ich finde es echt so geil. Also wir haben uns ja heute schon ein paar Mal getroffen. Ihr wart in der Hotellobby. Ihr habt ja mit Aaron und Brian auch eure berühmte Elevator-Szene nachgestellt. Es ist doch beeindruckend, dass das vor, keine Ahnung, nicht allzu langer Zeit eine Idee von euch war. Und mittlerweile kommen die Leute und machen mit euch diese Geschichte nach. Das ist doch, ist das nicht absurd, wenn man da im Hotel Ablon auf einmal auftaucht und die Superstars der Welt sagen, ey, das sind die Elevator-Girls, ihr macht das mit dem Look? Ja, unfassbar. Also, wir haben das ja selbst nie gedacht, dass das so ein absurdes Ding, wie so ein Aufzug, wie so ein Fahrstuhl, dass da so ein Ding drauf steht, aber wir freuen uns natürlich. Könnt ihr uns ein bisschen spoilern, was ihr gedreht habt? Also außer klar, ihr wart im Aufzug, aber könnt ihr schon ein bisschen was verraten? Ist es was geworden? Ich hoffe, also es ist auf jeden Fall diesmal eine kleine High-End-Production geworden, das heißt, es wurde in einer großen Kamera gefilmt. Ich kann gespannt sein, es wird auf jeden Fall was Lustiges. Wie war es denn überhaupt? Ich meine, ihr habt ja schon unendlich viele Menschen getroffen. Du hast ja schon auch eben gesagt, Heidi Klum und die Namensliste ist ja absolut lang. Wie ist es denn, weil dann trotzdem heute mal so eine Premiere gegangen ist, ein bisschen gekommen, man sieht sie aber großen Leibwand und an dem Tag ganz nah dran zu sein. Ja, super cool natürlich, vor allem auch Brad Pitt zu treffen. Ja, aber auch so vom Hof nach allen. So wie ihr beide natürlich auch. Aber natürlich ist eine mega Erfahrung, wir waren auch alle leicht nervös, muss man sagen, aber der ist so cool drauf und auch direkt mit Handschlag und ey Jungs, also mega Erfahrung. Aaron Taylor hat gefragt. Also wir haben tatsächlich extra gefragt, ey, hast du Bock auf ein Selfie? Und er direkt, ja klar, hier kommt Elevator Boys, wir gehen rein in den Fahrstuhl, machen da nochmal ein Selfie, das ist total cool. Aaron Taylor Johnson hat vorhin im Interview gesagt, dass Brad Pitt zusammen mit Fight Club ja, das der cool sein Puppen hat. Ich meine, der Typ ist lässig, entspannt, hat großartigen Spaß. Gibt es Lieblingsfilme von Brad Pitt? Also ihr seid ja heute Abend nicht nur da, um Filme zu drehen, sondern auch um Filme zu schauen. Habt ihr euch im Vorwege nochmal untereinander gestritten? Ich weiß ja, dass deine Ambitionen auch in den Schauspiel gehen, aber erzähl mal ganz kurz. Also ich bin auf jeden Fall jetzt auf den neuen Film sehr gespannt und ich weiß, wer alles hier schon den Trailer gesehen hat. Es kommt auf jeden Fall sehr, sehr lustig, aber auch von Spannung geladen, deswegen ich glaube, heute kommt neuer Favorit. Mit da habe ich letztens mit meiner Mom geguckt. Es war ein schöner romantischer Drehabend. Also nicht mit meiner Mom romantischer wegen dem Film. Ne? Also es gab genau, keine Gegner, schlagen den Benzo, die dann bei euch tragen können. Aber mit der Mama? Auf jeden Fall. Weniger. Bei mir ist 20 Euro, muss man 100% Mr. Messner, ich glaube, ich habe den 15 Mal geschaut oder so, mindestens. Ich kann nicht mitsprechen. Also, dann müssen wir nochmal irgendwie ein bisschen einigen, wenn ihr einen Brad Pitt Abend macht, weil in der WG. Ansonsten, ich glaube, Bullet Train wird auf jeden Fall eure Erwartungen übertreffen. Viel Spaß, schön, dass ihr da seid. Bleibt gesund und munter und jetzt raus aus der Sonne, weil ich fange an zu schwitzen, wenn ich euch an. Ja, echt. Danke euch. Aber guck mal, du hast ja schon mal Lüftung eingebaut. Also, perfekt. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr gut. Und wir freuen uns direkt auch über zwei weitere. Wir haben 2022, also ich finde das. Ihr könnt Hosen tauschen, Kabel dürfen. Ich glaube, das ist doch das zu viel rumgeholt, deswegen danke dir fürs Aber immerhin versagt geworden. Viel Spaß, wir freuen uns über zwei weitere Kollegen. Ihr habt doch was, diesen Benji, das ist fantastisch. Ihr habt sie heute auch alle getroffen. Moin. Und Nero, schön. Und ja genau, am besten viel umarmen und viel drücken bei dem Wetter. Das ist herrlich. Ja, genau. Ihr habt sie auch so durch. Aus jeder Probe ist es nicht. Ja, genau, aber ich muss den Hautweg benutzen. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, warum schwitzt man am meisten? Bei mir ist es der Rücken, was ist es bei euch? Kopf. Bei mir schwitze ich hart am Rücken. Danke meiner Mom für die Gene, ich werde überhaupt nicht. Oh, geil. Mega. Bei mir ist es die rechte Achse. Das ja. Boah, in dem Moment, wo du sagst, läuft mir gerade auch schon wieder so ein Tropfen, so der rote herrliche So, Jungs, Gesicht. Ganz kurz, erzählt mal, weil wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, der Film ist wirklich beeindruckend und etwas ganz Besonderes und vor allen Dingen in diesen Zeiten auch total wichtig, dass mal was Neues ist. Wie hast du jetzt den Cast auch erlebt? Weil wir schon in der Pressekonferenz wurde auch ganz viel darüber gesprochen, dass das ja viele Familien zusammengefasst ist. Ich glaube, um das vielleicht nochmal zu definieren, das nächste Interview besteht auch draußen sind für die ZuschauerInnen im Kino. Was ist die Chemie? Was macht diesen Film auch aus? Mega, ja, freundlich, dass man sich quasi schon seit Ewigkeiten kennt. Deswegen, man kam rein, man hat direkt gelacht, man hat direkt Smalltalk geführt, es war nicht so reich oberflächlich, würde ich sagen. Also mega, mega sympathisch. Hat super viel Spaß gemacht, super nette Leute, der Film ist auch cool, ich habe ihn gestern gesehen. Super geiles Kino, vor allem mit diesen ganzen funky Bildern und so, viel Witz noch dabei. Hat mir echt Spaß gemacht, der Film. Ich glaube, der könnte auch cool werden. Die Leute hier können sich auch was freuen. Und genau was du aber eben schon gesagt hast, dieser Mix aus Action, Comedy, teilweise blutig und teilweise witzig,
wenn was Brutales passiert, das muss man auch irgendwie erstmal hinbekommen. Und natürlich Asian Kino. Und David Leitch hat eben auch gesagt, das ist der most David Leitch Film ever, der David Leitchigste Film sozusagen, weil er liebt asiatisches Kino, er liebt das alles und war jetzt froh, das mit mal zusammenzuführen. Das heißt, ihr guckt ihn noch ein zweites Mal. Guck mal, so gut ist der. Ja, aber gibt's ja, also, weil wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit über den Ensemble Cast, wie viele unterschiedliche Figuren es gibt Ladybug, es gibt Hornet, es gibt Tangerine, Lemon. Ohne jetzt zu viel zu verraten, gibt es da für euch eine Lieblingsfigur, die ihr jetzt schon rauspicken könnt, bei der ihr sagt so, Alter, das hätte ich nicht erwartet, Nummer eins von der Schauspielerin oder vielleicht auch vom Skript her? Also ich finde, der Film hat super viele Facetten und gerade die Charaktere sind mega nice. Es sind super viele Unterschiede. Wohlgemerkt die Twins, ne? Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry. Das ist auch eine schöne Kombination. Tangerine und Lemon sind im Bild und die wirken super dynamisch. Es wirkt so, als wären das schon 20 Jahre Kumpels gewesen auch vorher und die passen einfach. Man hat wirklich das Gefühl, das sind Brüder. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das ist auf jeden Fall echt nice. Bei mir war es definitiv der Charakter von Joey King. The Prince. Prince, genau. Du willst sie lieben, du willst sie hassen und das zur selben Zeit. Das ist, lass euch überraschen. Ich bin auch Team The Prince. Was ist bei dir? Ja, ich finde, ich bin Tangerine Lemon. Ich mag das gerne, dieses. Ich habe ja selber zwei Brüder, ich weiß ganz genau, wie du dich da die ganze Zeit zopfst und provozierst. Insofern hatte ich da sehr viel Sympathien dafür und am Ende liebst du dich ja trotzdem, egal was passiert. Der Protokoll ist, steht hier. Gut, Ivan, vielen Dank. Dann viel Spaß in der kalten, ruhigen. Genau. Geht euch abkühlen. Wir brutzeln noch ein wenig. Bis nachher. Viel Spaß. Und wir freuen uns jetzt, aber komm, da sehe ich noch Nico. Herrlich. Eben noch gewhatsappt, jetzt auf dem roten Teppich. Moin. Wundervoll. Herzlich willkommen. Wir sprechen ja gerade schon die ganze Zeit darüber, dass wir uns auf diesen Film sehr, sehr, sehr freuen. Und ich weiß, dass du ja auch Kinofan bist und Brad Pitt durchaus ein oder zwei Filme hat, die du gerne magst. Was findest du an Brad Pitt so krass? Und was sind Lieblingsfilme von ihm? Lieblingsfilm ist Troja. Also ich liebe den Film einfach. Er war auch verdammt gut für den Shape. Ich mag einfach gern, es ist eine Hollywood-Legende, der mich halt immer habe. Ich konnte den Film. Ich finde es so cool, dass du sagst, der war richtig in Shape. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich. Erinnerst du noch die Szene in Once Upon a Time in Hollywood, wie er oben auf dem Dach sein T-Shirt rauszieht und alle im Kino, Mann, Frau oder wer auch immer, alle haben gesagt, wow. Ich wollte gerade sagen, das hat man bei der Pressevorführung, manchmal ist es wirklich wie so ein Klischee, dass alle sitzen so wie in der Film, muss mich jetzt erstmal irgendwie bekommen. Und da war wirklich die Szene, es ging nur so ein Raunen durch den Saal. Aber ja, in Troja besonders spektakulär. Was ich so beeindruckend finde, das ist gerade angesprochen, ich finde, er wird immer cooler. Also er war ja schon super cool, aber so lässig, auch gestern in Paris, was er anhatte, heute auf der PK, der ist einfach entspannt und ich glaube, er hat auch richtig Spaß. Von mir ist im Interview gesagt, weil es ist häufig auch mal zitiert worden, dass er jetzt kürzer treten will aus der Schauspielerin. Er hat gesagt, nee, das kommt falsch rüber, er ist selektiver geworden. Ja, das heißt, es müssen wirklich Filme sein, wie jetzt zum Beispiel Bullet Train mit David Leitch, einen alten Verbündeten und vor allen Dingen auch für die Script, die ihn irgendwie anfassen. Aber der Mann ist auch 58 und ich hoffe, dass er 135 gute Gene. Nico, du kommst extra aus Köln. Was war für dich das Hauptargument zu sagen, ich bin dabei, Bullet Train voll Bock? Ich habe den Trailer gesehen. Und der hat mich schon überzeugt, ich freue mich einfach drauf und das sind alles super Schauspieler, das kann einfach nur geil werden. Mega, ich hoffe, das bleibt das so. Wir fanden beide großartig. Viel Spaß, geht euch drin abkühlen, macht mal ein paar schöne Fotos. Danke dir. Ja, ja. Tschüss. Wir halten durch. Und dann freuen wir uns jetzt direkt noch über Farbe auf dem Teppich. Sam und Nana, wie ich hörte, die zukünftige Ehefrau von Brad Pitt, zumindest in deiner Vorstellung. Wir sprachen gestern darüber. Und zwar sehe ich mich mit Brad, wenn wir eine Westküsten-Trip mit der Harley machen. Er hat wahrscheinlich das Vorstand. Das ist meine Frage. Wir fahren nebeneinander oder auf einer Harley? Na, er fährt mir hinterher. Achso, okay. Super. Ah. Aber jetzt, wo wir schon dabei sind, große Brad Pitt-Fans, euer Lieblings-Brad Pitt-Film? Absolut Troja. Seitdem ich Troja gesehen habe mit Brad Pitt, wo es dann noch ein bisschen nackiger wurde, habe ich gedacht, okay, das ist mein Mann. Und seitdem gucke ich an ihn. Wie ist es bei dir? Ich mag es nicht eigentlich alle. Vielleicht besonders gern, weil wo er so geschmiedet ist, wo er so alt geworden ist. Wie hieß er noch? The Kitchen is Hunting. Ich bin ja gespannt, ob heute noch irgendjemand so unterschiedlich. Aber ich war alle. Ja, okay, aber da sieht er natürlich unfassbar aus. Ne? Also das ist der geht alles über die Looks von Brad Pitt. Der Film ist okay. Ja, also, aber Benjamin Button ist schön.
Du hast ja quasi schon ganz viele Farben, als du den Film siehst. Neon, wir haben Pink, wir haben Blau. Was war, als du den Film oder den Filmtrailer gesehen hast, das erste, was dir ins Gesicht gesprungen ist, weswegen du unbedingt heute dabei sein wolltest? Weil auch aus Köln. Es gab so einen großen Teddy, die Einzelne gab es in diesem Film. Das war sogar ein Pink und so. Ich habe mir auch vorgestellt, dass heute ein dieser Teddy hier ist, weil er hat bestimmt auch einen asiatischen Namen. Ja, das ist ich bin froh, dass keine Person heute hier als Walking Character dieses Kostüm tragen. Also wenn du dir den Film anguckst, willst du auch im Prinzip gar nicht, dass der Walking Character rumläuft. Ja. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, das ist wirklich beeindruckend an dem Trailer, dass du im Prinzip richtig Appetit bekommst, aber gar nicht so richtig weiß, wie es geht. Das soll auch so bleiben, wir wollen euch im Dunkeln lassen. Insofern geht ins Dunkle, in die coole, kühle Kugel. Herrlich. Vielen, vielen Dank. Großartige Zeit. Dankeschön. Danke euch. Tschüss. Und Steven, ich finde es super, dass du das gerade vom Trailer sahst, weil genau das ist es. Ich habe heute, als ich den Film dann auch fertig gesehen habe, selber gemacht, der Trailer ist so gut, weil es so ein fairer Trailer. Du bekommst das im Film, was der Trailer verspricht, aber nicht zu viel. Also du kriegst genau, mehr. Genau, aber man könnte vielleicht nochmal ein bisschen als Appetitanreger auch nochmal drüber sprechen. Das Spannende an Bullet Train ist nicht nur der Cast, den man sieht, sondern auch der Cast, den ihr gleich sehen werdet. Es gibt nämlich wirklich unfassbar coole Cameos. Die wollen wir natürlich nicht verraten, aber einen dürfen wir sozusagen nennen, oder eine, ja, weil sie auch auftaucht im Trailer und im Prinzip die Stimme im Kopf von Brad Pitt ist. Und das ist Sandra Bullock, die aber Sandra Bullock taucht auf und noch ein paar andere Superstars, die wirklich spaßige Rollen haben. Kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Film selber, weil ich glaube, das Spannende ist an Bullet Train, es geht um den Zug und es wurde ja auf einem Enclosed Space im Prinzip gedreht. Ne? Also das heißt, der Zug ist neben den Darstellern, da kommen wir gleich nochmal inhaltlich zu, sozusagen die Hauptperson für den Inhalt des Films und sozusagen the driving object. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit unseren Gästen. Kommt, dann ist es mein Film. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Und herzlich willkommen. Hallo. Und Steven, Rachin, hallo. Wir sprechen ja gerade die ganze Zeit natürlich über Brad Pitt, aber vielleicht seid ihr auch, wer ist von euch Joey King-Fan oder seid ihr auch... Aaron Taylor Johnson. Chris Brad Pitt. Okay, was ist so euer Brad Pitt Must-See und was ist vor allen Dingen so faszinierend an ihm als... Bin mal gespannt, ob ihr Troy sagt. Ich kann mich an keinen Film erinnern, wo er gespielt hat, sag ich es. Aber ich finde, dass du das kennst keinen Brad Pitt. Ja. Okay. Oh ja, Mr. und Mrs. Smith. Legende Benjamin der Leidenschaft. World War Z. Ja, Legende der Leidenschaft. Oh. Nee, komm. Okay. Der Sieben, Fighter. Also, aber du lässt dich heute Abend überraschen, bis hierhin gekommen, weil du ein Brad Pitt-Fan bist oder weil ihr beide einfach Bock hattet auf den Film. Ich bin gespannt. Ja, super. Hast du Lieblingsfilm von Brad Pitt? Auch nicht wirklich. Die sind ja auch einfach alle richtig, richtig gut. Vielleicht wird das ja euer neuer Lieblingsfilm. Und ich hätte es schon in der Hand. Wir haben 20 Freikarten. Wir sollten gleich, glaube ich, am Teppich noch ein bisschen verlosen. Berlin, möchte jemand von euch, der am Teppich oder die am Teppich steht, noch ins Kino? So zwei, drei. Okay, alle so ein bisschen zurückhalten noch, aber auch das werden wir gleich aufgeben. Also dann lasst euch mal überraschen vom Film. Viel, viel Spaß. Und wir drücken die Daumen, dass das euer Lieblings-Brad Pitt-Film wird. Danke euch. Schönen Abend. Ciao, ciao. Also kommen wir nochmal auf David Leitch. Ach, guck mal. Na? Ja, rein. Vincent, na, mit dem, alles gut? Ja, sehr gut. Ich halte für euch, gesagt. Du das machst, ich halte für euch. Vincent, du bist ja auch ins Action-Genre zwischendurch eingetaucht in einen Bourne-Film. Wie ist das als Schauspieler, sag ich mal, so eine Kampfchoreografie zu machen? Du hast dich ja ziemlich gebeult mit Matt Damon. Ist das im Prinzip komplett bis ins letzte Detail sozusagen durchgeplant? Kann man sich da Spontanität oder Improvisation überhaupt leisten? Beides. Also das war alles komplett durchgeplant. Dann haben wir es nochmal geändert, haben es nochmal zwei Tage geübt, dann war auch alles durchgeplant. Und dann haben wir das so, wie wir es geplant haben, genau abgedreht und hatten dann auch noch zwei Tage Zeit. Und haben gesagt, okay, dann machen wir noch ein bisschen was anderes, und das letztendlich ein Film ist auch spontan entstanden. Wirklich, aber wie macht man das denn? Ich meine, du kannst ja nicht einfach sagen, hör zu, Matt, ich hau dir mal spontan links am Film vorbei und dann machst du es aber rechts und triffst. Wir hatten den Vorteil, also am Mittwoch ist es gesagt, dass wir beide relativ schnell das verstehen, was der stimmt, weil der nicht auf den Spoiler ist. Und wir schon haben relativ schnelle Weisen. Man kann das auch vor Ort stellen und nochmal probieren. Ich bin
ich bei Actionfilmen einfach immer wahnsinnig krass, das war auch für dich, wahnsinnig krass, man vergisst, während man es schaut, wie unfassbar anstrengend es sein muss und wie viele Proben man überhaupt braucht, weil wenn man den schaut und auch wenn ihr vielleicht den Film seht, dann ist es einfach so, ja klar, wie muss man sich das vorstellen, wie viel braucht man da wirklich, auch wenn man dann sagt, ihr seid schnell, müsst ihr nicht zu Ende, aber wie viel Proben stecken. Wenn das dann irgendwie 5 Minuten oder 6 Minuten. Vince, du bist ja nicht nur ein toller Schauspieler, sondern auch ein Cineast. Du guckst dir ja gerne Filme an. Bullet Train wird, glaube ich, in deinen Top 10 landen, bin ich mir ziemlich sicher was an. Gibt es einen Lieblings-Brad Pitt-Film für dich? Naja, also ich mochte mal Kalifornien. Ja, endlich. Oh ja, Robert. Aber Legendeleidenschaft, ich weiß, wie ich geweint habe, als dieser dieser Streifschuss da an der Brücke, wie er aussieht, ne? Am Felsen. Mensch, das war traurig, oh Gott. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir heute versprechen können, viel geweint wird nicht. Heute. Ich sag dir noch viel. Schönen Abend, mein Lieber. Und von jemandem, der aus dem Action-Bereich kommt, vor allem mit Comedy auskennt, was ist mal halt so? Nico Stang! Hallo, oh Gott, und du? Wie geht's dir? Gut, und du checkst lange Arme, mutig. Hast du was? Du hast dann vor 2 Wochen gesehen. Ja, gerne. Das ist aber schön, dass du jetzt aber auch da bist, um wieder einen Film mit uns zu feiern. Es geht ja oft bei Comedy darum, dass es sehr, sehr schnell, sehr, sehr lustig sein soll. Aber oftmals finde ich das unterschätzt, wie anstrengend und. Moin, Entschuldigung. Ich bin kurz einmal mich abtupfen lassen. Die Handwerker, die kurz ins Kühlbad. Ja, und jetzt ist das zweite Mal der Motor mit Edmund. Ich wollte dich nicht. Alles wunderbar. Dass da ein Effekt hintersteckt bei Comedy. Weißt du, man denkt, das soll ja witzig sein, auch die Lustigen da. Kannst du beschreiben, wie du selber arbeitest und dann auch so Gags? Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Selbstfindungsphase, was zu einem so richtig passt. Das ist jetzt seit 2015 und mit Stand-Up auch. In dem Fall merkt man so, was gut ankommt und was nicht. Ich glaube, da hat ja jeder seine eigene Sache so. Und ich wüsste dann irgendwann, dass ich nicht mehr so, ich eher Geschichten erzähle und dann kommt so eine Pointe und eher so. Aber ist es denn, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber ist es denn so, muss man bei Comedy die Witze selber lustig finden, sie gut zu spielen, oder ist es eigentlich völlig egal? Das stelle ich mir immer das Schwierige vor, wenn du so liest und denkst, naja, so witzig finde ich das nicht, aber es kommt alles dann super cool. Nee, wenn du schreibst, dann sollst du schon lustig finden. Also es funktioniert nicht, wenn du was spielst, dass du nicht lustig wirst. Also ich bin meistens unangenehm, das ist schon lustig. Ja. Also, da versuchst du nicht lustig zu finden. Ja. Aber du kannst es auch besser verkaufen, wenn du willst. Das ist ja auch dein Witz. Aber woher kommt das? Also ich habe immer wieder das Gefühl, Comedy, ja, war ganz nett, man, der Film war ja ganz lustig. Ey, wenn ich einen Film sehe, man hat mich 20 Mal in einer Stunde zum Lachen gebracht, ist das hohe Kunst. Woher kommt das, dass man immer noch das Gefühl hat, ey, nur das große, große, epochale Drama ist so richtig Kunst? Es gibt ja manchmal so smarte Witze auch, oder wenn das so schnell geschnitten ist. Ich bin zum Beispiel hier im Trailer, ich bin gespannt auf den Film, ich glaube, der hat nicht so viel verraten. Aber das ist gut. Ja, eben. Aber er macht das Trailer, ich sehe so, ah, jetzt weiß ich einen Film und und Visual Comedy gibt es auch. Physical Comedy, das ist ja, glaube ich, der wichtigste Punkt auch für diesen Film. Jackie Chan wurde auch noch genannt, was die Performance auch von Brad Pitt angeht, der riesen Jackie Chan. Dann freue dich auf jeden Fall drauf. Viel, viel Spaß. Nico Stank! So, und wir freuen uns jetzt, wir dürfen jetzt Karten. Genau, aber wir geben die nicht einfach so weg, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen was dafür zurückbekommen. Oh ja. Ja, natürlich. Ja. Also die Stars sind, guck mal, die beiden Damen hier in der zweiten Reihe und dann kommst du auch noch dazu. Du kannst dich jetzt zu den Kippen. Hallo, du bist wer? Laura und Eileen. Die wollen 2 Karten? Nee. Ja, ich hab die also, nur theoretisch parat. Ihr seht ja das Poster da oben, ne? Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Nenn 3 von den Stars, die man auf dem Poster sieht. Brad Pitt, Joey King und Aaron Johnson. Nee, Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. Und das ist? Das ist theoretisch richtig. Das ist theoretisch richtig, damit kriegt ihr 2 Karten. Also der Nachname war richtig. Ja.
Hier bekommt ihr noch. Die gelten für nächste Woche im Hamburger Sinister. Ja, heute Abend hier im Zoopalast. So. So. Ein, komm mal hier. Ein Ticket. Du möchtest auch eins bekommen? Ich finde das super nett. Wie heißt du? Sezu. Sezu. Sezu möchte ein Ticket allein oder möchtest du gerne jemanden mitnehmen? Guck mal, dann. Ja, aber du willst mit deinem Sohn gehen? Wie alt ist denn dein Sohn? Na, das funktioniert nicht. Der ist schon ziemlich hart. Pass auf, wir überdenken das, weil jetzt kommt nämlich der Kerl. Wenn du deinen Sohn zurücklässt, darfst du ins Kino gehen alleine. Nein, guck mal, die Mama hat gerade gesagt, sie würde alleine ohne ihren Sohn ins Kino gehen. Nein, das war. Verstehe ich. Aber der Sohn ist 12, das geht nicht. Gleich, wir kommen gleich zurück. Wir kommen gleich zurück. Wir können ja einmal ablaufen, was hier heute noch passiert. Weil zwischendurch wurde es dann hier auf einmal doch fuselig. Denn du hast ja völlig recht, es soll schon irgendwie was dafür getan werden. Ja, also wie gesagt, der Film startet am 4. August. Das heißt, es dauert noch ein klein bisschen, bis er im Kino läuft. Das heißt, wenn wir euch Tickets geben heute Abend, dann sollt ihr natürlich auch ein bisschen was tun. Ich weiß nicht, ob Sie dürfen. Sie sind im Dienst. Ja, okay, Sie dürfen. Bis wann sind Sie im Dienst? Bis 21 Uhr. Okay, also. Sonst wurde gerade emotional erpresst, weil sie sagt, sie hat Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Hast du nicht gesagt, du hast Geburtstag? Ach, am 4.8. am Kinostart. Dann könnt ihr ja da hingehen und auf Geburtstag. Am 20. September Geburtstag. 22. Mai. Guck mal, haben wir das aufgeklärt. Also, wir haben gerade gehört, dass die Stars im Anmarsch sind und hierher kommt, guck mal. Das ist das hier Once Upon a Time in Hollywood? Ja, da unten, da sehen wir Leo. Das großartige Kino am Potsdamer Platz, leider nicht mehr existent. Einer der schönsten Orte, ich glaube auch für Stars aus aller Welt, für eine Premiere. Der Zoopalast natürlich auch großartig hier vorne. Und jetzt stehen sie alle Spalier. Denn, also wir kriegen es ja noch ein bisschen auf unser unsichtbares Ohr geflüstert. In Berlin, ich vertraue euch, aber ich würde es trotzdem gerne einmal ausprobieren, weil wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass jeden Moment Brad Pitt da sein wird. Was macht denn Berlin, wenn jetzt hier gleich Brad Pitt vorfährt und wir sagen, hier ist Brad Pitt? Also an seiner Stelle würde ich wieder ins Auto steigen und zurück. Oder direkt ins Kino. Dann geben wir ihm eine Freikarte, dann kann er. Gut, aber guck mal, was spannend ist, die stehen ja nicht nur hier, sondern auch drüben von dem Waldorf Astoria. Oh krass. Und warten auf Brad Pitt, unseren Superstar, der ja Berlin sehr schätzt. Aber bis er hier vorfährt, können wir vielleicht noch ein bisschen was über den Film erzählen. Also, er ist jetzt da. Ich krieg den Daumen hoch. Oh. Also Berlin. Er fährt vor. Und ihr müsst jetzt Gas geben. Denn hier ist für euch ein Weltstar, eine Hollywood-Legende. Steven, hilf mir! Brad Pitt! Und was für ein geiles Outfit, Mega-Outfit. Er trägt einen Rock. Ja. Und er kann leider Gottes alles anziehen, was er will. Komm mal lieber, dann lass mich ein bisschen über den Teppich gehen. Ich habe mit Frage an meinen Eltern, warte ich auf die letzte.
vielen Dank für alle Fans, die hier vor Ort sind und die auch zuschauen. Ihr habt es gerade eben gehört, Staying Alive auf Japanisch. Auch ein ganz wichtiger Teil des Films. Holding Out for a Hero zum Beispiel, ebenfalls auf Japanisch. Es gibt mehrere Songs auf Japanisch und es ist so abgefahren, weil auf den ersten Moment denkt man, na, kann ich ja mitsingen und dann hört man nochmal weiter her. Also richtig, richtig cool. Und ich hatte nach dem Film so Bock, einmal selber mit dem Shinkansen mit dem Bullet Train mit Japan zu fahren. Gerne mit einer anderen Geschichte dann. Aber als der, also Mob braucht es nicht. Also Brand darf natürlich vorbeikommen und auch ein paar andere, aber so blutig brauche ich es nicht. Aber das ist schon geil. Ja, das ist super. Aber ich finde auch, David Leitch hat es schon mal erzählt, für ihn war auch die Musik ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geschichte und vor allen Dingen des Erzählens der, sag mal, Background-Stories von den einzelnen Charakteren. Und es gibt, wir haben es schon gesagt, unsere Twin Brothers from Another Mother, Tangerine und Lemon. Und es gibt eine Szene, in der sozusagen darüber diskutiert wird, wie viele Menschen die jetzt gemeinsam als Kinder schon abgemuxt haben in einer bestimmten Situation. Und das wird untermalt von der Musik von Engelbert Humperdinck. Falls das irgendwann mal etwas sagt, das ist wirklich, sag mal, sehr emotional, sehr mit sehr viel Patina belegte Musik, die im völligen Kontrast steht zu dem, was der Billy gespielt hat, aber wirklich richtig gut passt. Und das, was ich allgemein bei dem Film ganz toll finde, ist, dass er ist witzig, aber er ist nicht so ein Film, der alle 30 Sekunden oder 60 Sekunden eine Punchline braucht, sondern er ist auch einfach manchmal nur von der Art und Weise oder wie du gerade die Szene beschreibst, total lustig, Physical Comedy, manchmal durch den Schnitt. Es ist einfach auf so viele Art und Weisen witzig, dass ich ganz sicher bin, dass heute jeder, egal was man für Comedy liebt, mindestens einmal laut lachen wird. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube in der Umsetzung, du hast gesagt, du würdest gerne in einem Bullet Train unterwegs sein. Das ist Brad Pitt, der jetzt Autogramme schreibt und auf jeden Fall Fotos macht. Aber in einem Bullet Train, und das muss man ja nochmal betonen, David Leitch ist ein Stunt-Coordinator, der jetzt großartige Filme macht als Regisseur, aber hat auch gesagt, eigentlich ist für jede Action-Sequenz das Wichtigste, du hast Platz, wo sich auch die Stunt-Men und Women sozusagen verstecken können, also zu hypen, dass man nicht sieht, dass sozusagen die Hauptcharaktere ersetzt werden durch Stunt. Und er wusste es ja eigentlich besser, dachte sie, aber komm, ich weiß halt, wie es eigentlich besser geht, aber jetzt mach ich es mal genau ins Schmale. Und man merkt es zu 0,0, dass dieser Zug irgendwo im Studio steht, sondern man hat echt das Gefühl, es ist sau eng, gar kein Platz. Also es ist schon sehr, sehr abgefahren, was er sich an seine eigene Regel quasi nicht gehalten hat. Nee, genau, aber er meinte, dadurch wurden natürlich auch alle SchauspielerInnen dazu aufgerufen und gefordert, 95% aller Stunts selber zu machen. Und du hast es gerade gesagt, du würdest gerne mal einen Bullet Train fahren. Wie schnell fährt er 250 Stundenkilometer? Nee, noch schneller. 300. Noch viel schneller. Und wenn wir über ihn gerade reden, Berlin, ihr könnt ihn auf jeden Fall mal schon mal laut begrüßen. Wir quatschen sofort hier weiter, aber macht mal Lärm für den Regisseur des Films von Bullet Train, David Leitch! Und die durften für den Film ja gar nicht im Bullet Train selber drehen, beziehungsweise an den Bahnstationen. Und du hast es eben gerade auch schon angesprochen. Deshalb mussten sie das alles rekreieren vor Ort und haben zwei komplette Waggons eines Bullet Trains so gebaut, dass sie ganz, ganz viel verändern können. Und hier ist die großartige, herzlich willkommen, Zazie Beetz! Zur Hälfte aus Berlin. Die Großmutter wohnt immer noch auf der... In Köln würde ich sagen, auf der anderen Rheinseite, sagt man hier auf der anderen Spreeseite, auf jeden Fall da drüben. Da wohnt sie, da hinten, einfach da lang fahren, da ist der Omi. 400 Kilometer die Richtung. Du hast mal gefragt, wie schnell so ein Zug fährt. Nee, viel schneller. Also die fahren über 400, es gibt sogar Streckenabschnitte über 500 Stundenkilometer. Das ist absurd. Der hält dann eine Minute und in Japan entschuldigt man sich ja schon so, also... Was hier nicht bei 2 Stunden Verspätung gelingt, ist da in Japan schon nach einer Minute. So, es tut uns leid. Wir sind nicht pünktlich. Das ist abgefahren. Also das heißt, sie haben 2 Waggons gebaut, die sie im Prinzip immer wieder verändern konnten, um den für die einzelnen Geschichtsteile sozusagen einzusetzen. Und wir kommen jetzt zu einer Dame, die ebenfalls Erfahrung hat im Action-Genre. Annabelle Mandeng. Moin, Annabelle! Komm in unsere Mitte! Ich komme einmal auf diese Seite, ja. So ein bisschen halb in die Sonne, halb in den Schatten. Annabelle, schön, dass du da bist. Erzähl mal ganz kurz, dein Lieblings-Brad Pitt-Film? Oh, 12 Monkeys. Oh, ja, den haben wir noch nicht! Wie wird das immer wieder freuen? Ja, mega, Bruce Willis auch mit dabei, 1995 so auf dem Dreh. Mega, was magst du an dem Film so gerne?
Also ich mag vor allen Dingen die Wandelbarkeit von Brad Pitt. Er zeigt dann nicht nur wie bei Fight Club, wo wir natürlich auch alle mitgefiebert haben, aber bei Call of Monkeys, ich finde, da liegt einfach noch eine Schippe drauf. Das ist unglaublich. Ich finde die Leistung nach wie vor schauspielerisch top. Und vor allen Dingen ja auch sein komödiantisches Talent kommt da zum Vorschein in einer etwas verrückten Art und Weise. Annabelle, du hast ja selber Erfahrung, vor allen Dingen jetzt bei Vikings im Action... Valhalla, nicht dass... Oh, warte mal ganz kurz. Hier kommt jemand anders, der Action-Erfahrung gesammelt hat in diesem Film. Jawohl, Berlin begrüßt auch, macht großen lauten Applaus für Aaron Charlotte Johnson! Der übrigens... Hätte ich niemals gedacht, wir werden hier in den Gesprächen immer wieder so ein bisschen unterbrochen, aber dass das der Junge aus Kickass ist, ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber komm mal kurz zu Valhalla, weil du hast dich da ja physisch echt nochmal, wie man so schön sagt, transformed. Du hast da ja richtig Gas gegeben. Ist das für dich wichtig für die Rolle gewesen oder ist es wichtig für dich gewesen, um auch physisch diese Stunts absolvieren zu können mit Schwertkämpfen und Sprengen und alles, was da geht? Das sieht man nicht hier abends durch Berlin mit Schwert hinten drin. Aber für den Fall der Fälle. Man hört ja immer, egal bei welchen Produktionen, man hat ein Stunt-Training und es dauert. Kann man sich das noch mehr vorstellen? Ich stehe morgens auf und einfach, okay, die nächsten 3 Monate bin ich Montag bis Freitag beim Army und jetzt halt, wenn ich kämpfe. Montag bis Samstag. Ja, es ist wirklich so. Es gibt weniger Ausnahmen, nur wenn man dreht, halt nicht, aber ansonsten, gerade wenn man es noch nicht gemacht hat, ich war ja im Schwertkampf noch eine totale Anfängerin, gehst du täglich in die Halle, du bist täglich trainiert, damit es am Ende gut aussieht, weil es fällt ja sonst auch auf das Stunt-Team zurück. Die zeigen ja ihre Kunst, indem wir das ausführen, deswegen muss das einfach sitzen. Und jetzt kriege ich wieder was, oder wieder ein absoluter Topstar. Und sie ist, seitdem sie 4 Jahre ist vor der Kamera und mittlerweile ein absoluter Superstar, Produzentin, hat ihre eigene Firma und Schauspielerin. 18 Millionen Follower und Followerinnen auf Instagram. Ihr sollt uns alle eine Verlinkung abholen. Genau. Von Joey King! Annabelle, vielen Dank. Viel, viel Spaß. Ach, heute die Abend. Auch. Ja, mit. Die Tür nicht auf. Okay. Dann machen wir es nochmal. Joey King! Ja, sehr gut. Hat viel Spaß und dir vor allem ins Kühle. Herrlich. Aber Joey King, apropos, sie kriegt die Tür nicht auf. Sie hat erzählt, sie hat alle Stunts gemacht, die überhaupt gehen bei Bullet Train. Die einzige Verletzung, die sie sich zugezogen hat, war, glaube ich, in der Wardrobe, also in der Garderobe, wie sie eine Tür aufgemacht hat, hat sie ins eigene Bein gehauen, eine schöne Schnittwunde. Aber das muss man auch erstmal tun. Übrigens, für mich, also nicht eine der größten Überraschungen, sie ist eine tolle Schauspielerin, aber ich glaube, ihre Rolle, The Prince, wird viele überraschen in der Vielfältigkeit ihrer Charaktereigenschaften. Also sie hat selber gesagt, sie ist von coy bis bitchy bis freundlich alles. Jetzt kommt sie. Und da ist sie. Alle guten Dinge sind 3. Berlin, noch einmal. Großen Applaus für Joey King. Guck mal, und da sehen wir jetzt schon von der Seite Sazie Beetz. Und mit Sazie Beetz hatte ich vor 3 Jahren auch zu einem David Leitch-Film eine ganz wunderbare Begegnung. Wir haben nämlich einen Walking-Interview gemacht. Walking and Talking. Wir hatten so 20 bis 25 Minuten und sind am Alex spazieren gelaufen. Und das war ganz wunderbar. Dann haben wir noch eine Großmutter getroffen. Schön, dich wiederzusehen. Ach nee, ich rede gerade drüber, dass wir so ein schönes Interview hatten vor 3 Jahren. Die muss ich auch mal wiedersehen nach 3 Jahren. Hattet ihr noch einen schönen Abend damals? Ja, schon. Wir sind guten Gäste. Wie geht's dir? Mir geht's mega. Ich meine, es ist warm. Ihr habt einen tollen Film gemacht. Riesen Spaß. Ich freue mich sehr über deine Rolle auch. Die ist fantastisch. Und ansonsten, Kino ist zurück. Ihr seid da. Wie geht's? Also, es kann uns doch noch enttäuschen. Also, ich freue mich wirklich, dass Kino und Theater, dass wir die Schauspielerinnen sind. Congratulations, herzlichen Glückwunsch.
Das ist ja absolut unfassbar, was du da gerade auf die Beine stellst. Ist dieses Engagement bei Bullet Train auch so ein bisschen mit der Crew 2 entstanden? Oder wie bist du an die Rolle gekommen? War relativ klar, dass David sagt, hey, How do you do that? Are you born with that? I think that started long before. Man, I don't know. I'm just happy to still be walking. Hey, Brad, do you remember me? Yes, I do. How are you doing? You do? Well, you're in blue. Wearing blue. Okay, gotcha. Uniform. And what are you wearing, a skirt? Yes, I am. I like it a lot. Okay. One more question. So the fans always tell me they love you. When was the last time you said I love you and to her? Oh, to my kids. Any chance I get. Hello. Yeah, I'm excited to see you tonight. Say what? How excited are you to be here? You know, it's always nice every time we get to let the movie go. You know, we've been working on it for, a year and a half now? Probably wrapped a year ago. And so it's just good. And I think it's the perfect summer movie. Just good, silly fun. Sasi, great to have you here. Schön, dass du nach Berlin gekommen bist. Alles gut. Yeah, I got a long history. We met on Fight Club in 98. He was my stunt double and trained me for the fights. And then just worked his way up to director and came back around. So it was really cool, full circle kind of relationship for us. Hello. David Leitch and Kelly McCormick. We've seen you on a red carpet almost. I have to say, you look good. How has life been treating you those past almost 3 years? Well, it was weird, wasn't it? The lockdown was weird. It was hard on all of us, I think, a little bit. You know, went a little stir crazy. But managed to stay creative. We got to make this film during lockdown, and now here we are. And it's perfect. We get to be outside again. We get to be around each other. How did you spend your time if you were not making films like this? What's that? How did you spend your time if you weren't filming? Oh, I just took on like crafts, like ceramics, guitar, whatever I could do. Hello. Nicht nur Oscar zweimal schon gewonnen hat, einmal als Produzent für 12 Years a Slave, sondern auch für den letzten Film, den er hier in Berlin vorgestellt hat, bester Nebendarsteller Once Upon a Time in Hollywood. Großartig. Und er hat einen solchen Swag und so lässig. Brad, I don't know how you do it, but you're amazing. Good to see you again. Brad, I love your outfit. This is 35 degrees Celsius outside, but you are still the coolest person on the face of the earth. You're getting a breeze. Red, what did you like about the fact to be Ladybug in Bullet Train? Because this is, I mean, your comedic bones and the way that you played it is so Jackie Chan-esque, if I was to say. Definitely, I think it's so enjoyable, Dominic. And we've got such a great cast. Can you tell us a little bit about how the atmosphere was on set? Because it was locked down, you already told us in the interview, but not for our audience right now, yeah? Yeah, this one, I mean, the script is so good, it had so many good parts in it. It wasn't about, a bunch of supporting roles. Everyone's got their, their thing going on. So I knew we were going to draw a really great cast, and we did, and I think everyone scores in this. Everyone is super funny. This movie is about luck and fate. Is it luck and fate at the same time that, David used to be a stunt double and now it has come full circle and you working on a movie together? It's been odd, isn't it? We met in 98. He was my stunt double for Fight Club. And he trained for the fights. And we went on, it worked so well, like until 04. We did a Troy and then a Fight Club. And then we went on, it was way up to the coordinator and second, and now here we are. So for me, it was really cool. Full circle. But he's the boss now. It's sort of, as you've been saying, it's an ensemble film and it's a group effort that you put on display. Without giving too much away, I think the last question, Brandon, then you can add up and join the fans is, it could be the
to kick off for something really great, and we might be able to see Brad for the next 30 years in bullet train movies. Baby Ladybug. Baby Ladybug. Prince and Princess. Let's have a few. So let's have an official premiere setting. Oh, okay, cool. That would be nice. Brad, good to have you back in Berlin. All the very best. Enjoy the evening. Und Berlin, hier Matthias. Brad! Das ist ein cooler Typ. Also, und wir haben eben gerade über Lemon and Tangerine gesprochen. Hier kommt der zweite Twin Brother. Aaron Taylor Johnson ist bereits auf dem Teppich. Und jetzt ist Brian Thierry Henry ebenfalls hier, der sich gerade hier begrüßt wird von Sasi Beats. Also alles super. Gut! Ja, guck mal, er ist so cool. Wir haben ja noch ganz im Ernst. Also ich sag dir jetzt nochmal ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Also ich glaube, der schwitzt noch nicht mal. Ich find's einfach wahnsinnig krass. Also wenn ich mit 58 10% von dieser Coolness habe, wie Brad Pitt. Das ist ja bei mir in 20 Jahren. Ja. Cool. Dominik, lass uns noch mal ein bisschen über den Film sprechen, weil ich glaube, wir haben so viel über den Cast geredet und vor allen Dingen über die einzelnen Leute. Also Aaron Taylor Johnson, was für ein geiler Schauspieler, Kick-Ass hat er gemacht. Ist mit einer bezaubernden Frau verheiratet, haben zwei kleine Kinder gemeinsam. Er ist vielfacher Vater, sagt er, er kocht sehr gerne, um runterzukommen. Aber ein toller Schauspieler, der eine ganze Menge drauf hat. Und wir können es euch nur ans Herz legen, für all diejenigen, die heute Abend den Film sehen oder den 4. August im Kino. Also nicht nur die Dialoge sind top, aber vor allen Dingen auch inszenatorisch. Also nicht nur das Setting, haben wir eben ein bisschen drüber geschaut, sondern auch die Kostümierung. Also wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und es macht Spaß, dass eben gerade auch über diese Farbenwelt gesprochen. Und das ist genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Ich finde es gerade bei Filmen so wichtig, dass wir viele Farben haben. Und gerade in den letzten Jahren war es oft irgendwie so ein bisschen im Tristesse, frustrierend, sehr grau, alles irgendwie runterfahren und alles so wenig wie möglich. Und hier ballert einfach jedes Bild, es strahlt. Und das ist etwas, was ich tatsächlich einfach sau gerne machen würde. Weil diese Farben, diese Welt, das entführt mich eben so richtig irgendwo anders hin. Ich habe jetzt Bock, nach Japan zu fahren, ich will in so einem Zug sitzen und genau wie du auch gerade mit Brad gesprochen hast, ich möchte, dass wir mehr von diesen Charakteren sehen. Auch wenn das jetzt eine Originalgeschichte ist, wo man sagt, wir wollen was Neues. Ja, es basiert auf dem Buch 2010 in Japan erschienen. 2010, glaube ich. Von denen noch nicht so bekannt. Also es basiert auf einer Buchvorlage. Und übrigens, es gibt ein Produzententeam, das in Japan sitzt, die gesagt haben, wir möchten gerne, komm, ich gehe mal mit dir ein bisschen aus der Sonne, weil das macht mich ja fertig. Wenn die ganze Zeit flirtest mit mir, weil du mir so zukriegst, dann ist die Sonne. Nein, aber wir haben eben gerade drüber gesprochen, dass das Produzententeam, die in Japan sitzen, sagen, wir wollen die asiatische und japanische Kultur, clear the carpet, please. Die total stolz drauf sind auf diesen Film, weil obwohl vieles in Los Angeles gedreht wurde auf dem Set, ist natürlich auch eine ganze Menge. Mach den Teppich frei! Mach nichts. Ist eine ganze Menge basierend auch auf der japanischen Kultur. Und man hat extra darauf geachtet, dass zum Beispiel die einzelnen Stationen. Clear the carpet! Mit den Schildern und allem drum und dran, die anderen. Genau. Und das finde ich auch ganz toll und ganz wichtig. Ne? Und man hat gerade ja auch in den letzten Jahren, da bin ich eigentlich froh, dass man daraus auch gelernt hat. Vor 20 Jahren hätte so ein Film aus Amerika vielleicht nur so behauptet, ich spiele in Asien. Man hätte keine so Chance. In der Kultur so ein paar Sachen abgeguckt, aber sehr amerikanisiert. Und hier finde ich, geht es sehr, sehr schön Hand in Hand, dass man spürt, da ist auf jeden Fall auch ein asiatisches Team mit dabei. Natürlich auch ein amerikanisches. Es geht so, die Kulturen. Die Kulturen verschwimmen. Und das ist etwas, was ich total aufregend an dem Thema. Das ist kein reiner asiatischer Film, aber auch kein rein amerikanischer, sondern dass man merkt, so die Welt. So ein bisschen Fantasiewelt, aber trotzdem. Also wir sehen gerade übrigens den Photocall, der ist jetzt zu Ende gegangen mit dem ganzen Cast. Also alle sind hier. Zwei Interviews hatten wir bereits. Wir freuen uns auf die anderen. Ich bin mal gespannt, ob Lemon und Tangerine auch zusammenkommen. Das ist übrigens a match made in heaven, wie man so schön sagt. Weil die beiden ergänzen sich so unfassbar gut vor der Kamera. Und beide sagen auch, als sie das erste Script-Reading hatten, Brian und Aaron,
haben sie nach 5 Minuten... Hey, please, clear the carpet! Das geht so ab zwischen uns beiden. Und genau das haben sie mir auch erzählt, dass das Verrückte ist, normalerweise, ja, natürlich, du hast dein Skript, aber wenn du sofort merkst, da ist irgendwie etwas, gerade das Thema Timing, gerade bei Comedy geht es um Timing, das kannst du schreiben, das kannst du dann directen, dass das irgendwie alles passt. Mach mal Bescheid. Ja, das ist sehr gerne. Das einfach, wenn du Chemie... Mann, mach den Teppich frei! Und du kannst Chemie nicht erzwingen. Entweder passiert da was oder nicht. Und die beiden, die waren auch im Interview. Und ich bin mir sicher, also ich hoffe es, dass wir die beiden auch gleich zusammen hier haben. Weil dann könnt ihr es direkt erleben, wie die beiden zusammen ticken. Das wäre mega. Also Brian Tyree Henry, um vielleicht auch mal über ihn zu sprechen, ist ja bekannt geworden durch eine großartige Serie namens Atlanta, die er ja mit Sassy Beats zusammengedreht hat. Also auch da gibt es wieder Connections. Ich würde gerne noch einmal zurückspringen, weil wir ja die ganze Zeit über Setting auch geredet haben. Also Bullet Train, 2 Waggons nachgebaut und man konnte nicht selber auf dem Bullet Train gehen. Das heißt, was die Filmemacher gemacht haben... Mach doch mal den Teppich frei! Ein LED-Screen in 100 Metern Länge. Hey, ist doch nicht euer Ernst! ...sein Fenster gebaut. Kein Green Screen und kein Blue Screen. Um das einfacher zu machen für die SchauspielerInnen, im Prinzip sich zu fühlen, als wenn es da schnell geht. Nur woher kriegst du die Footage? Und dafür sind sie die Strecke von Tokio nach Kyoto mit dem Auto abgefahren und haben das gedreht und dann im Prinzip auf die Rückwand gelegt, aber abgespeedet. Also ja, vor allem, wenn man überlegt, ganz früher war das wie so eine Tapete, die dann irgendwie so gedreht worden ist, dass man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt können es alle sehen und es sieht dann aber auch richtig stark und gut aus. Und das ist ja sowieso ein Trend, dass du immer weniger Greenscreen hast, sondern dass du digitale Studios durch LED halt tatsächlich erschaffst. Ach, guck mal. Grüß Gott. Wer wollte zu uns zurückkommen? Müssen wir noch ein bisschen im Schatten oder geziehen bleiben? Nee, wir können im Schatten. Wir warten auf jeden Fall noch auf Cast und wir haben natürlich auch noch ein paar Tickets. Genau, wer möchte denn von dieser Seite, von unseren Fans, die da stehen, gerne ins Kino gehen? Ja? Very proud. Good. See this reaction? It's really amazing. We love coming back to Berlin. We've done so much work here. And obviously we made this movie Atomic Blonde about this city and we fucking love Berlin. Pass auf, guck erst mal auf, hier sieht doch bestimmt jemand gar nichts, ne? Hallo. Also, ihr habt leider echt den beschissensten Platz hier gekriegt, aber dann sollt ihr einen guten Platz im Kino bekommen. Ist das ein Deal? So, ihr auch noch? It was awesome. A dream come true. It's not always like this. And you can feel it on the screen and their energy is just so invigorating and exciting. Yeah, we're like a family. You know, we bonded together during the height of COVID and we were making this movie in really weird times when before the vaccine, when nobody knew what was going to happen, and we got to, you know, make art at a really time when people didn't even get to go to work, so we're really blessed, and I think it bonded us. It's like a surprising The Prince moment. No, it's all pink, just like Prince. Joey, we've been talking about... It is great to get the movie out there. Like, it's so much fun. You know, we had fun making it, and there's a lot of joy in it, and you'll feel it. You'll feel it. There's another movie that just came out called The Princess, and I think you did a huge junket and event in L.A. Did you prepare through Bullet Train for The Princess, or was it the other way around? Because they both action-packed and you just kick ass those. Well, thank you. It's kind of crazy how the timing worked out, because I shot Bullet Train November 2020 to like March 2021, and I didn't shoot Princess until like June of 2021. So I hadn't quite started preparing yet, but the best part was that I just came online with the Zoom and it was very strange. So when it came time to start sun training for the Princess, I reached out to him like for some experience, and also I got to train in his sun gym in Los Angeles. We haven't done one of our training directors. Go ahead. I just can't imagine, you are such a long time also in the business, but you have a cast, you have Brad Pitt, so did you feel any kind of pressure, or because your role, your character is such an important one, and if you felt a bit, how do you handle the pressure, because we do not see anything of this on the screen, because you did amazing. Thank you so much for saying that. I think that I'm supposed to enjoy this movie, like this, that feels like part of the fight. We all do. A lead such as Brad Pitt, you do feel a little intimidated and like, oh my god, this is real life. But I think that I just respect him so much, and for good reason. I mean, he's an amazingly talented person and an amazingly hard worker. And so when I came to set, all those worries that I had and intimidation were put to rest. He was so good about letting me know that,
you know, everyone thought I should be there, and it wasn't like a fluke that I was hired. So, my God, it was just like, it's Germany, you are allowed to say this. Yeah, last question. Last question before you're allowed to go inside and cool off a little bit. Your character, the princess, so multi-layered between bitchy and coy and sweet. Which one of the character traits did you enjoy the most to portray? I think my favorite character trait to portray with Prince was the flip from coy to bitchy. I think that, not just bitchy, evil, like literally evil. So that was my favorite part, being able to, in the same scenes, go from evil to sweet to evil. That was quite fun because, I mean. And scary for us. Exactly. I thought it was really scary. I mean, you don't often, as an actor, get an opportunity to play such a heightened character. So it's just really fun to take big swings and go for it. If you ever ride the subway in any city and I'm joining you, I'm going to go away. I'm going to run it. I'm going to leave the train. Instantly. 100%. Everyone just saying, I'm going to miss the subway train. That makes me feel good. She's supposed to be scary. And you did a great job. Joey, thank you so much for being in Berlin. Enjoy the evening. You look lovely. Amazing work. Amazing work. Thank you. Good to see you as well. Aber das hat Aaron erlebt. Also wirklich binnen kurzer, weniger Minuten ein komplett neues Outfit. Aaron, are you that way, that way? You want to cool down? Thank you. What happened to your hair? How did you do that? Oh, tips and tricks and all that fun stuff. It's been pretty crazy. I did not know what to expect. This is our second world premiere, and I did not expect people to chant my name. That was very sweet. It's been very overwhelming in a good way. Yeah, very nice. We had a lot of fun tonight. Thanks. It's good to see you again. Different thing than suddenly having the chemistry working together. I skipped you. I'm sorry. What do you think when you heard you might be Aaron's twin brother and the other way around? And what happened to your first An honor, to say the least. Thank you. Hello. Oh, danke. Danke. Yeah, Löwe is the name. And then there was a week where I was like, I don't know who Lemon is, and therefore I don't know who I was, because he really is my other half, and his partner's in crime on this. There's a brotherhood of twins. I mean, it's surreal. Natürlich. Ich war eigentlich zufälligerweise in Berlin. Es war gar nicht geplant, dass ich heute hier bin. Ich habe meine Großeltern besucht und dann haben sie gefragt, ey, du bist ja hier, willst du mitkommen heute? Habe ich ja gesagt. Also das fand ich auch irgendwie interessant. Aber nee, ist schon erstaunlich. Ich meine, mein Leben überhaupt ist relativ interessant, aber ja. Ja, ich glaube, da sollten wir vielleicht mal einen längeren Beitrag bei Gala über dich sprechen. Das frage ich nochmal. Und wie war es für dich, die Szene mit Brad Pitt zu spielen? Also richtig lustig. Er ist so offen und warm und kann richtig improvisieren und spielen. Und ich glaube, ich muss mich immer daran erinnern, also ja, locker zu bleiben und spielerisch zu bleiben auf dem Set und es alles nicht so ernst zu nehmen. Und, das ist schön, mit jemandem zu arbeiten, der das richtig gemeistert hat. Okay, great. I'm a Hollywood actor now. Is there any moment you really realize that you've been here? Hallo. Ja, gerne. Ja. Ja, ich meine, es ist ja, etwas sehr Besonderes für mich. Ich meine, meine Großeltern waren heute hier. Die sind jetzt abgehauen, es war ein bisschen heiß. Aber ja, dieses Erlebnis mit denen zu teilen, ist natürlich sehr schön für mich. Und ja, ich meine, ich war eigentlich einfach zu Besuch hier. Und dann war die Premiere zufälligerweise auch während meinem Besuch in Berlin. Also bin ich dann gekommen. Aber ja, also es ist doch... ich liebe Brian natürlich, also dieser Cast ist ganz toll und ja, ist richtig toll. Eigentlich nicht, es war also eine richtige so Komödie, also das war relativ leger und der Brad, der hat wirklich dafür gesorgt, glaube ich, dass es locker und lässig ist und ja, also ich muss sagen, das haben wir auch während Covid natürlich gedreht und es war schön, etwas ein bisschen leichter zu machen. Ja. Danke. Wow, nice. Jonas in the middle. I don't know if it's a stunt in itself to wear a black suit yes. in Berlin. Yeah.
It is a stunt. I thought black was very important. I really was feeling you're, you're going to a rave later. You're going to a bullet train rave party. I'll be there. Like, it'd be amazing. No, we're just excited to be here. It's like our second home. I'm not lying. Like, so many movies we've made here in my career. As you read the script, or you just came up with the idea, oh, there could be a new movie I do in its bullet train. What was the main argument to say, okay, let's go, let's do this, I'm in? I mean, I read it first, and I thought it felt very modern and really wild, and like the characters just like were absolutely gonzo. And it was sort of like, you know, if we can wrap our heads around kind of action on a very tiny, you know, train car, I think this could be really fun. And then David wrote it. I mean, I'm always, I trust Kelly as the producer, and I think I was like nervous because there's a lot of like servicing seven characters, and then you're trying to do these fights on a contained space, but all of those challenges make you better as an artist, and that's why we have a great collaboration. The great thing about the movie is you have created a complete new genre. You know, looking at Deadpool 2, all of the John Wick story, you know, and the sequels. What I love about Bullet Train is that the action is just mind-blowing. But the great thing is I think it was literally the care that he had for all of us, man. He really gave us space to play. It looked like he was also learning things at the same time. He didn't seem to be like, oh, I know this and I move this way. He wanted to come out and play. Likeable, so even though there's sociopaths, I loved the puzzle of the movie. And I would love challenges like this. And, he's a real team player. Kelly's great at stepping out for the original material for our company, and that's all we want to have to big swing. And I would love to have just one question, and then you can go through down a bit. But we were talking about. What's dangerous is this. Yeah, be careful. But what's cool is this. Oh, thank you. Yeah, so I mean, it's the summertime. This is what happens with a summer premiere and being hot ourselves. You know what I mean? Like, we're good. I got a little hair. Have you expected so many people? I mean, yeah, this has all been met with so much love and so much excitement, which is what you want from a summer film, right? Especially when it's like us on the train kicking each other's butts. You want people to come up excited for that. So that seems to be what's happening. All right, thank you. You too. Have a good one. Thank you. Hello. You know, they started. Hallo, is that it? Is that how everyone say it? Right? Hallo. Yes. You want to do it? You want to start with chemistry? I'll start with the chemistry. Yeah, man, we just connected straight away. I mean, like, what's great about our two characters? There's a lot of trust, there's a lot of love. Our characters go way, way back. They're called the twins. Like, we have that brotherly love, and I think it comes across, you know? We're back and forth. There's a lot of banter and a lot of laughter, you know? We're very yin and yang. It was a lot about trust. I mean, as soon as I met Aaron, the trust was already there. David trusted us to do what we had to do. He let us improv and play a lot, and I think that it translates in the film. Like, most of what you see is just me and Aaron playing along with each other. Go ahead. Isn't it because you spoke to Brad about it and he said, you know, 19? We won't say no. You heard that, right? If she said so, then it's going to happen. Let's do it. Thank you. Business, and now we're trying to achieve this sort of like the dream of becoming a Hollywood superstar in your own right. It is really fulfilling, and it was a dream. Let's do it. Hey. And I think Brad, like me being the boss, looked. Yes, we remember. How are you doing? It's a big collaboration, and there's no better collaborator than my producer partner, Kelly, and an actor like Brad Pitt. What is it about the teasing? You know, gives and that's true. We know just trying to make each other break, you know? Yeah, that's it. You know that kind of fraternal bond that guys have sometimes? I was raised by a bunch of sisters, so I always wanted a brother. And when I found
Aaron immediately was just like, yes. And it's the most fresh movie and Brad, we have, man, this like summer. These do come back to down to earth every day. Thank you, and he just goes. Thank you, us. Kenny. It's really been a pleasure. Thank you. Fantastic movie. Enjoy the evening. Yeah, but I wanted to ask, and David, remember Hamburg. Like, something you did to Brad. No, I'm trying to say, I'm trying to say. Don't buy that. Don't believe that. That's what he wants you to believe, but he gives us more money just as much as he gives him. I'm not counting. Hast du das gesagt oder sagst du das? Nein, das sage ich jetzt aus. Ich habe natürlich nur Hamburg. Ja, wir haben noch ein paar Tickets, absolut. Genau. Haben da vorne denn auch noch Fans? Ja, pass auf. Wir müssen ein bisschen in die Gerade gehen. Ich habe gerade schon gesagt, ich gucke einfach immer nur auf den Boden. Guck mal hier, ich würde so gerne dem jungen Mädchen das Weg an die Karte geben. Aber der Film ist ab 18, das können wir nicht machen. Viel Ärger. Thank you. Wer ist denn schon über 18? Okay, haben wir irgendwie, okay, nennt mir einen Brad Pitt Film außerhalb von The Train. Ja. Aber warte mal, bist du alleine oder mit jemandem zusammen da? Ach, ihr drei. Okay, dann musst du dir in der Mitte auch noch eine Karte geben. Und du auch? So. Also hier, guck mal. Es und noch getrennt und sie kann nicht so immer, so, dann kriegst du auch noch eine, sie, ja, da auch noch. Und jetzt muss ein bisschen Verantwortung an dich gehen. Oder wenn wir nochmal so rüber schauen. Nee, du machst das super. Ich kann, oh Mann, guck mal, ich hab den Ventilator unterschrieben. Ja, ja, ja. Hier, guck mal hier. Was denn? Ah, Joey kommt jetzt hier. Joey kommt jetzt, okay, Joey ist da. Joey King! Ihr kriegt so, no, go ahead. We're handing out tickets. You have to do photos. Gut. Also, so. Komm mal hier. Direkt hier vorne, direkt hier vorne. Na, los geht's. Bitte schön. Willst du auch? Ja. Das machst du ganz fantastisch. Wäre so herrlich, wenn du Nein sagen würdest. Jetzt hab ich den noch. Na komm. Ah, komm, hier in die Ecke noch. Hier drüben bitte. Steven, also diese Verantwortung, es kann nicht sein, dass ich alle Tickets verlose. Achso, okay. Drei musst du machen. Move, komm mit. Drei musst du machen. Wir müssen noch einmal da rumgehen. Ah, ja, okay. Aber Steven, drei Tickets und ich habe keine, Tickets. Ich hab nur Mikrofon und verdammt. Ventilator. Da! Guck mal hier. Wie viele hast du denn noch? Noch drei. Ja, okay. Jetzt muss er, sag doch mal zeigen, wie man so in Köln so Kamelle so. Nein, oh Gott. Ey, das ist so eine Nummer, was ist bloß hier? Aber du kannst ja mal. An wen hast du denn gedacht? Keine Ahnung, gibt's da neue Paarung? Du kannst ja mal fragen. Wer ist denn zu dritt hier? Ihr seid sowieso alle hier. Okay, ihr seid zu zweit. Ich hab nur noch eine. Okay, warte mal. Folgendermaßen, ganz kurz, einmal leise. Wer ist denn mit Freunden da? Aber wer würde alleine ins Kino gehen? Gut, das sind immer die Testfragen. Kann man alle auch einmal. Guck mal, The Lady in Red. Dann. Oops, sorry, Brian. Und an der Stelle entschuldigen wir uns natürlich beim ORF für Hijacking das mit dem Sassi-Interview. Aber hey, wir haben, glaube ich, den kein Ticket mehr. Den kompletten Plan gerade umgeschmissen, weil wir überall kreuz und quer durchgegangen sind, durch Social Media und egal. Aber jetzt, wir haben ja jetzt ganz viel über den Film gesprochen. Und ich würde noch mal so einen kurzen Roundup machen, warum es sich auf jeden Fall lohnt, Bullet Train im Kino zu schauen. Also, wir haben Ted und Hans, die spielen großartig, es ist mega witzig und sehr actionreich. Also, Nummer 2. Ich finde das Setting und vor allen Dingen den Style unfassbar. Wenn man sich, komm mal kurz mit der Kamera, guckt euch mal Aaron Taylor Johnsons Outfit an. Dieser Nagel, der Schnurrbart, dann der Anzug. Ja. Also in Hamburg, wenn er so über den Kiez laufen würde, da könnte er so viel Geld machen mit, das ist Wahnsinn. Aber nicht nur er, sondern also wie die Twin Brothers sich sozusagen koordiniert haben, auch Joey King, Zazie Beetz hier mit. Also es ist einfach visuell für mich der absolute. Farben sind mega, Sound ist geil, wer ein paar bekannte Pop-Songs auf Japanisch hören will, ist auf jeden Fall am Start. Also tatsächlich gibt es genug Argumente. Ich hatte meine beste Zeit. Ich hoffe, ihr jetzt auch gleich im Kino. Ich schicke euch jetzt Steven nämlich rein. Steven, du machst jetzt mal die Bühnenpräsentation. Ich darf schon vorher meinen Weißwein haben. Den werde ich auch auf Bullet Train trinken. Steven, ganz vielen Dank für deine Zeit hier. Danke dir, lieber Dominik. Vielen sehr Dank gerne. Fürs Zuschauen. Also auf TikTok. Und vor allen Dingen auch hier vor Ort. Wir waren wieder super. 100%. Tut mir einen Gefallen. Wenn ihr jetzt gleich Steven begrüßt,
lasst ihn nicht noch zwei und dreimal sagen, Leute, da geht doch mehr. Leute, da ist doch irgendwie Stimmung. Es ist ein sehr, sehr heißer Tag. Wir haben den krassesten Cast da. Wenn Steven, das sage ich jetzt mit einem freundlichen Ausrufezeichen, freundlich, aber bestimmt, wenn Steven jetzt gleich im Zoopalast auf die Bühne geht, rastet direkt aus, nicht so irre, ich habe schon viel gesehen, ihr geht, Steven sagt, schön, dass ich hier bin, schön, dass ihr da seid, hallo Berlin, und dann rastet Kino 1 aus. Heute Abend für euch exklusiv Bullet Train, erst ab dem 4. August in den Kinos, vielen Dank, bis gleich, bleibt gesund und munter und danke dir, Domi, tschüss. Hier. Weiter hier rüber. In die andere Richtung gehen, bitte. Danke. Bei mir ein bisschen. Ja, da hinten.
Dankeschön. Ja, er ist ja auch wieder nur. Ich bin Wasser für meine Kollegin, die ist fast umgefallen. Super, vielen Dank.